Hallihallo. Guten Tag. So, wir machen mal wieder ein Info-Update-Video, jetzt mal für den August 2018. Schon haben wir das, ja? Ja. Ich meine, da haben wir ja aber nicht viele Videos rausgebracht in der letzten Zeit. Nee, das liegt vor allen Dingen daran, ja gut, zwischendurch war mal WM, dann Urlaubsphase und diese Hitze, das macht nicht wirklich Spaß. Also heute haben wir Sonntag, gestern habe ich das Skript für das nächste Lore-Video aufgenommen und nach 5 Minuten sah ich aus, als käme ich aus der Sauna. Das ist furchtbar. Ja, das hat so ein bisschen den Grund, warum momentan nicht so ganz so viel läuft. Die Reise des Untoten hat ausgesetzt diesen Monat. Der muss ja auch irgendwann Urlaub machen, der Junge. Ja, der muss ja auch mal Urlaub machen, genau. Und ja, da geht es natürlich dann noch weiter jetzt. Ein Video pro Monat, würde ich sagen, ist Minimum. Mal gucken, ob ich noch mehr schaffe. Es ist halt wirklich sehr aufwendig und mir fehlt so ein bisschen die Freizeit, da ein bisschen mehr zu machen. Aber es geht auf jeden Fall weiter damit. Ja, vor allem, wir wollen ja auch Qualität anstatt Quantität und nicht immer nur irgendeinen Schwachsinn raushauen, sondern wenn, dann auch richtig. Das ist richtig. So, mein Spickzettel. Das nächste wäre Lore-Videos. Wie gesagt, ich bin gerade an dem nächsten dran. Momentan haben wir ja Dark Souls 1 Remastered Lore-Videos. Klar, es ist neu rausgekommen. Ja, dann haben wir eigentlich noch Bloodborne. Das ist irgendwie so das Stiefkind bei uns. Ja. Da haben wir jetzt, haben wir jetzt so 3 Videos rausgebracht. Ja, auch da fehlt so ein bisschen die Zeit. Auch die Lore-Videos sind sehr, sehr umfangreich und nehmen viel Zeit in Anspruch, die mir halt so ein bisschen privat fehlt. Deswegen auch da wahrscheinlich wieder so 1 im Monat, so wie bisher auch. Und dann halt erstmal Dark Souls, dann ein bisschen Bloodborne, wenn wir damit durch sind. Und dann gibt es ja noch das neue Sekiro, Shadows Die Twice. Ja, ja. Das, glaube ich, jetzt im Jahr 2019 rauskommen soll. Ja, und da, also die Geschichte soll eigentlich genauso erzählt werden wie bei Dark Souls und Demon's Souls, Bloodborne. Also wird es auch da wahrscheinlich wieder Potenzielle Lore-Videos haben wir noch genug. Auf jeden Fall, klar. Da werden wir nicht den Salamander machen müssen, sondern wir werden noch genug Hauptcharaktere kriegen. Ich denke auch. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch schon mal so andere Lore-Videos rausgebracht, so Final Fantasy, Resident Evil und so weiter. Wenn ihr da irgendwie Wünsche habt, dann teilt sie gerne mit. Es gab, kommen auch immer mal wieder mal ein paar Wünsche. Leider immer zu Spielen, die ich nicht gespielt habe. Ja, ich meine, allgemein so japanische Spiele sind ja meistens mit der Story ein bisschen Labyrinth. Ja gut, ich meine, Resident Evil als Beispiel, da gibt es ja noch genug Themen. Ne? Also ich habe jetzt die Tyrannen einmal abgehandelt, den G-Virus, den T-Abyss-Virus. Da gibt es ja noch mehr, Lisa Trevor, den E-Virus, den C-Virus. Den XYZ-Virus. XYZ-Virus, genau. Alle Viren haben wir hier. Ja, bei Thomas Alphabet auf jeden Fall durch. Nee, aber wie gesagt, das ist ja auch eine interessante Geschichte und da würde ich schon auch mal gerne wieder was zu machen, zwischendurch mal. Ja. Aber wie gesagt, Vorschläge sind immer willkommen, nur Verständnis dafür, wenn ich das Spiel halt nicht gespielt habe, dann müsste ich mir die Infos aus irgendwelchen Wikis rausziehen, da kann ich einfach ein Video machen mit 3 Links zu diesen Wikis und na, so ungefähr. Also ich kann nichts Eigenes reinbringen, das ist halt das Problem. Und Lore-Video ist halt immer auch was Eigenes mit drin. Ne? So, ja, genau. Der dritte große Punkt, was sonst noch so ansteht. Wir haben ja ziemlich einen Schwerpunkt auf Soulspawn. Damit ein bisschen Variation reinkommt, würden wir dann halt auch mal irgendwie ein Video zwischendurch machen. Irgendein Thema, ja, irgendein Labervideo. Irgendeins, wo wir vielleicht mal gegeneinander spielen oder so, wie damals Digimon, World 1. Aber diesmal gewinne ich. Ja, von wegen. Einfach, dass ein bisschen Variation im Channel ist. Da sollen die Lore-Videos natürlich nicht zurückstecken und auch die Reise des Untoten nicht. Das kommt einfach mal so zwischendurch, damit auch mal was anderes kommt einfach. Ja, vor allem, damit man euch auch noch mit einbeziehen kann. Ich meine, so in den Videos, in denen wir gegeneinander kämpfen, ist es vielleicht jetzt nicht so perfekt, aber in so einer Diskussion kann man ja dann auch als Kommentar mitmachen. Ja klar. Und das wäre ja dann auch gewollt. Natürlich, wir blubbern über irgendwas oder sinieren und ihr schreibt uns eure Meinung dazu und eure Erfahrungen von mir aus. Na, mal gucken, was uns so einfällt. Ja, hoffentlich irgendwas, aber wir werden es sehen. Ja, sonst singen wir einfach ein bisschen. Ach ja, das ist doch mal schön. Lieber nicht. Okay, ja, das wäre es dann eigentlich schon. So ein kurzes Info-Update einfach, dass ihr wisst, da kommt noch was. Da kommt noch was. Und dass wir uns halt auch ein bisschen Gedanken machen, wie wir den Channel weiterführen. So, auch da gerne Vorschläge, was ihr gerne sehen wollt, was ihr gerne hören wollt. Ja, sagt doch mal Bescheid. Wir hören auf euch. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, das nächste Lore-Video kommt dann im Laufe der Woche raus. Spätestens Sonntag. Bis dann habe ich es fertig. Und dann sehen wir uns dann wieder. Gut, bis dann. Und ciao.